Was geht ab, ihr Schnüffler da draußen? Willkommen zu der neuen Runde LS17 Forst. Ja, wie ihr seht, da ist schon der Hänger, den wir mal gekauft hatten, wenn die W-Taste mal wieder will. Ja, mit dem werden wir mal heute ein paar Holzstämme verkaufen. Also, auf geht's, ab geht's. Anmachen sollte man auch. Welche Schnittlänge haben wir? 6 Meter, aber wir wollen mal 8 Meter. Ja, dann geht's direkt auch mal los. Also sägen, verladen heißt es jetzt. Zack. Aber wir wollen ja mehr Platz hier haben. Na komm raus mit dir. Oh, hier reicht es. Zack. Weil da wir ja schon einen größeren Anhänger haben, können wir sie auch auf 8 Meter machen. Ja, mal gucken, was wir noch alle hier so hinstellen. Könnt ihr auch mal ein paar Vorschläge machen in den Kommentaren. Zack, nächster. Gucken wir, ob wir wieder einen kleinen Haufen hier hinkriegen. Da wir jetzt ja die bessere Poltergabel haben, sollte es ja klappen. Zack, da ein bisschen zurück noch. Na komm. Ja, auf jeden Fall, das ist ein schöner dicker Stamm wieder. So. Was war das jetzt für ein Trick? Den muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Spitze ist abgesägt worden und da ist der ganze Stamm einfach verschwunden. Komischer Trick. Naja, egal. Wir haben ja noch genug Holz hier. So ist das ja nicht. Hallo? Was ist jetzt hier verkehrt? Ja, meine Tastatur spinnt gerade ein bisschen rum. Warum auch immer? Verstehe ich gerade selber nicht. Hallo? Ich brauche langsam echt mal eine neue. Ja? Ach, jetzt haben wir, durften wir den ganzen Baum behalten. Okay. Sorry Leute, ich weiß selber nicht, warum meine Tastatur gerade ein bisschen rumspinnt. Ich wüsste es selber mal gerne. Zack. Baum fällt. Mal gucken, wie lange wir brauchen, um einen Anhänger voll zu kriegen. Aber erstmal machen wir uns einen kleinen Haufen hier. Sägewerk ist ja auch wieder gut am Arbeiten, wie man sieht. Ernsthaft? Das kleine bisschen? Egal. Lass uns nicht ärgern von den Stämmchen hier. Nehmen wir den guten mal hier. Wir haben ja eh genug hier zum Wegholzen, also. Na komm. Mach keine Faxen und säge ihn ab. Danke. Aber so ein Harvester schon eigentlich für eine geile Technologie ist. Was für eine schöne. Aber nicht meine Tastatur.
Ja, irgendwie habe ich immer nur Probleme hier. Nichts läuft mal glatt. Warum sollte das auch? Genauso wie die Stämme wieder, die sich jetzt hier schön verdrehen. Egal. Lassen wir uns mal nicht ärgern. Machen wir das Beste draus einfach. Versuchen wir es erstmal. Ja, du sollst nicht dort, dich dort oben nicht festhalten, sondern mal ein bisschen mitarbeiten, Harvester. Oder auch Vollernter genannt, oder keine Ahnung, wie man den so nennt. Ich habe mir letztens noch die Doku angeschaut und weiß es schon wieder nicht mehr. Über den Ponza Fox. Weil wir haben ja hier den Ponza Scorpion King. Ein, zwei machen wir noch. Tastatur, ich habe gesagt, ein, zwei machen wir noch. Wenn ihr euch fragt, was für eine Tastatur ich habe. Von Grundig habe ich eine. Ja, eine bescheidene Funktastatur. Naja, geschenkt bekommen, was soll man dagegen sagen? Du hast mir die Tastatur geschenkt, ich will hochwertigere und nicht so eine. Nein, kann man ja nicht. Kann man Danke sagen, weil man die in der Not brauchte. Ja, der Haufen wird größer. Mensch. Entschuldigung, Leute. Ja, ab und zu raste ich auch gerne mal bei der Tastatur ein bisschen aus. Was ist denn jetzt hier schon wieder ein Problem? Mensch. Warum willst du den jetzt nicht... Dass man haargenau sein muss. Und zwischendurch kannst du einen Meter wegstehen, dann nimmt er den noch. Naja, wir wollen uns ja mal nicht beschweren. Ja, schieben weg. Warum auch nicht? Bald mal wieder eine Spitze über. Ja, nun. Dann bringen wir den Haufen mal jetzt weg. Ehrlich gesagt, verladen. Versuchen wir mal, den zu verladen hier. Den stellen wir mal hier an die Seite kurz. Motor aus, Sprit sparen. Oh. Danke, dass du auch startest. Oha, das kann jetzt was werden. Zack. Aber mit der Poltergabe kann man echt besser arbeiten. Muss man schon sagen. Ja. Oha, das kann jetzt was werden hier. Was ist? Och Mensch. Kann hier nicht mal was vernünftig direkt klappen? Ja, wie ihr schon hört, Musik ist leider momentan aus. Das heißt leider, es ist besser, weil Sten. Och, Ponse, muss ich dich jetzt ernsthaft wegfahren? Nicht ohne Grund habe ich dich hier schon an der Seite gestellt. Oh, fahre ich dich ja ganz weit weg. Gabel auf.
kommen wir mal vernünftig ran, dass wir die drei kriegen. Juhu. Na komm. Kriegen wir doch so rein. Müssen wir einen Spanngurt nehmen? Ja, müssen wir. Uiuiuiuiui, da stellt er sich auf. Ja, ich sollte das Gewicht mal hinten dran machen. Das wäre von Vorteil. Ja, Fett ist gut. Wir wollen eben die Stämme verladen, ja? Ist gut, Kleiner. Ist gut, ja. Machen wir schon. Zack. Komm, wir holen mal das Gewicht. Ist ja nicht weit weg hier. Da ist es ja. Nee. Na, da war er. Da ist er. Das kleine Gewicht, was bringt, sehen wir ja jetzt. Nee. Ups. Ganz ruhig. Ja, richtig ranfahren müssen wir ja auch schon. Yeah. Na, wie viele kriegen wir? Wenn wir die Gabel mal richtig auf hier. Zack, einfach mal rein hier. Nehmen wir mal einen Spanngurt dazu. Ja, wenn man das Gewicht ausgewählt hat, kann. Wow. Eieiei, nee. Ja, was kriegen wir hier ran? Noch zu viele. Ah, die dürften wir erstmal reichen. Na komm, geh weg. Geh los. Boah, das wird eine Konstruktion hier werden auf dem Anhänger. Ja. Och Mensch, wegen dem Stamm hier, weil er so scheiße da drin liegt. Ja, mach doch auf. Och komm schon. Hallo, willst du mich gerade hier ärgern? Danke. So. Nein, nicht da lang. Ach ja, das ist schon wieder was hier. Ja, komm. Mach keine Faxen hier.
Ich und Holz verladen. Das ist ja schon was, so eine Sache hier. Aber eigentlich wollte ich euch ja die ganze Zeit den Anhänger mal gezeigt haben, was für eine schöne Funktion der hat, seitlich abladen. Aber wenn das Holz die ganze Zeit so ärgert. Nein. Danke. Ja. Immer die beiden dicken. Ja. Da haben wir sie. Och Mensch, komm da drüber. Los, rein da. Komm. Danke. Oh, der Haufen wird ja zum Glück kleiner. Ja, dann müssen wir bald mal wieder mit der Baumstumpffräse hantieren. Wie ich es immer wieder sage. Oh, jetzt tut mein Finger weh, weil ich da voll auf der Tastatur gekloppt habe. Zack. Na. Komm. Danke. Geht doch. Ja, da machen wir mal die Spanngurte lieber drum. Kein Bock, dass da uns was abhaut. Weil der eine will nämlich schon weg. Nachschub für den Hänger. Dass sie sich da verhaken müssen, ständig. Auf. Zack. Rein da mit euch. Rein da mit euch. Hallo. Bleibst du da drin liegen? Danke. Oh, das. Der Haufen ist ja auch gleich weg. Wirklich Konstruktives sage ich aber auch. Die ganze Zeit in der Folge. Baumstumpf. Kann passieren, wenn keine Kommentare erscheinen oder so. Naja, mir soll es egal sein. Ich glaube, mein Schwachsinn einfach dann weiter. Zack. Na. Machen wir es halt so. Oha, der Hänger ist aber auch schon voll. Hoffentlich bleibt da alles gleich drauf. Zack. Kommt der kleine Dinge hier bringen wir ihm noch. Sägewerk. Deswegen ist das Gute, wenn das hier mit dran ist. Ach, hier liegt ja auch noch einer. So, das wir hier mal ein bisschen noch aufräumen. Die Folge ist ja auch schon sofort wieder vorbei. Sollst da rein, nicht daneben. So, müssen wir eben noch kurz den einen Stamm. Ich brauche langsam eine neue Tastatur. Oh, ich mache mal einen Spendenaufruf für eine neue Tastatur. Ich weiß, es schaut eh keiner mehr bis hier hinten hin. Aber mir soll es relativ sein. Na komm. Ja, Fan, fahr mal wieder nicht.
nicht. Naja, fahren wir mal den Hänger noch weg, dann ist der Part auch schon vorbei. Wird halt mal wieder ein bisschen länger. Noch Mensch. So, Gewicht eben hier lassen. Ich weiß, man sollte das Gewicht hier senken. Ja, nun, wer Realismus sucht, ist hier relativ fehl am Platz, weil aus wie es mir Spaß macht. So, haben wir Spanngurte für den Hänger. Ja. Zack. Oha, wie der Fendt sich jetzt quält. Also 32 Haaren bei meinem noch wegbringen. Da ist der Part auch schon wieder vorbei. Arsch. Mir doch voll was drunter gehauen unterm Nagel. Deswegen tut das auch so weh. So, können wir die Abkippenseite auch bestimmen? Anhänger aufklappen. Nein, 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 nein. Okay. Können wir leider nicht bestimmen, zu welcher Seite. Okay. Falls das jetzt so klappt, wie ich es vorhabe. Ey, Fan, rutsch nicht weg. Komm, 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 komm. Rutsch nicht weg. Komm schon. Komm schon. Sag nicht, ich darf dich jetzt zurücksetzen. Och Mensch. Ich kriege hier langsam echt einen am Rappel. Naja, wird die Folge halt mal eine halbe Stunde. Ja, ich bin heute einfach nur noch genervt zurücksetzen. Wo ist der Frontlader? Wo ist der Frontlader? Da ist der Frontlader. So, die Gabel, weil die ist jetzt unten im Wasser drin. So, okay. Ich bin jetzt hier auch im Wasser drin. Nein, dich will ich nicht, dich will ich. Sind wir ja echt grandios dahin gefahren gerade. Dann können wir die Dolly noch nicht mal dran kriegen, ey. Warum will mich hier alles ärgern? Da war er doch. Und dann fahre ich noch völlig wieder. Richtig scheiße hier. Dass ich den gleich schon wieder zurücksetzen darf. Ey, die haben das so bescheuert hier gemacht. Den sollte man erschlagen, den Modder dafür. Ganz ehrlich. Er kam damit auf so eine bescheuerte Idee, den Trigger so zu machen hier. Ja, wie soll ich da jetzt rankommen? Ohne den Dolly zurückzusetzen. Oder... So. Och man. Jetzt kann ich den schon wieder zurücksetzen, oder was? Nee. So, Spanngurte weg. X. So,
Weg mit dir. Deswegen wollte ich nämlich den Hänger hier haben. Ja, komm, machen wir noch kurz eine halbe Stunde draus aus dem Part diesmal. Oder wisst ihr, was wir was verkaufen? Seht ihr im nächsten Part. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.